Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 und wir reparieren mal wieder unseren Power Suit. Das nervt ja. Nervt euch das auch so ein bisschen? Also mich nervt es ja so ein bisschen. Ich möchte bitte aussteigen. Darf ich bitte aussteigen? Lass mich hier raus. Ich will hier raus. Dankeschön. So. Achso, wir sind überladen und können nicht rennen. Ja, warum bloß? Transpiration! Gesamten Schrott lagern, bitte. So, das war nicht so richtig viel. Dann müssen wir jetzt hier Waffen transferieren. Was hatten wir denn hier? Die können wir schön verkaufen. Hier, verwundeten Raketenwerfer. Den brauchen wir nicht. Weg. Away the dirt. Warum sind wir denn so schwer? Wir haben viel zu viel Zeug dabei, Leute. Viel zu viele Gewehre auch, ne? Aber na, braucht man ja alles so ein bisschen. Oder haben wir auch... Ach, Leute, wir haben gar nicht... Dogmeat, wo bist du? Komm mal hierher. Komm mal hierher, du Hund. Dogmeat, Befehl. Hierher. Hierher. Kommst du hier? Braver Hund, fein. Ich so... Sag mal. Kommt der hierher und geht dann wieder, oder was? Bleib. Ich glaube, wo ich bin. Wir haben ihm gar nichts gegeben, außer die kompensiert gehärtete 10 mm Automatikpistole. Warum? For what better reason? Kleidung. Wir haben eine Hunderüstung, eine richtige. Die macht auch 0. Die machen ja 0. Aber wiegt eins mehr. Zieh an. Warum macht denn die 0 Rüstung? Verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Und irgendwas hat man noch. Stachel, Hundehalsband. Nimm dies. Tee ausrüsten. So. Maulkorb macht überhaupt keine Resistenzen. Und dafür kann er nicht mehr zubeißen? Nee. Mein Dogmeat kriegt keinen Maulkorb. I believe ya wolle Chops. So weit kommt es noch. Transferation. Und kann hier Rindermüll. Wo bist du? Bei Klamotten natürlich. Da weg. Und, ach, ich wollte mir ja die Runner-Uniform mal angucken. Oh, können wir eh mal machen. Ja, das hat leider alles hier. Der kann weg, den brauchen wir auch nicht. Ach, genau. Wo wir hier gerade mal so stehen, können wir uns das nämlich mal angucken. Deswegen wiegen wir auch so viel, weil wir die ganze Zusatzklamotte dabei haben hier. So, Runner-Uniform. Ah, die zählt als alles, okay. Das ist natürlich schlecht dann. Dann brauchen wir die nicht, dann kann die weg. So, linker Arm macht mehr Dings. Was haben wir auf dem linken Arm? Harnisch, rechts, links, linker Arm. 2 Glück. Und das beschleunigt die Regeneration der Aktionspunkte. Nehmen wir lieber als 2 Glück, wenn wir ehrlich sind. Schwermetallrüstung. Oh, die. Nicht verkehrt, ey. Und reduzierte. So. Da ist mir egal, was wir da vorher anhatten. Achso, warte. Ja. Da finde ich Wets besser. Better. Bigger, better. Wets-Rüstung. Herstellen? Nee, gar nicht herstellen. Verlassen. Ich sagte verlassen. Lass mich hier raus. Wie lange dauert denn das jetzt hier? Achso, sie musste erst das Ding anschmeißen, damit es wieder rausgehen kann. Klar, ich verstehe. Macht alles Sinn. So, die kann weg. Und dann kann die Brille auch mal weg hier. Rotes Halszug weg. Runner-Uniform weg. Silvershort dürfen wir ja nicht weglegen. Kann weg. Kann weg. Komm. Weg. Und weg. So. So. Dann können wir mal die neuen Sachen, die wir haben, versuchen zu verbessern hier. Herstellen. Das hier zum Beispiel. E-modifizieren. Extra das. Achso, warte. Einmal zurück nochmal. Machen wir so. 12-12 hat jetzt 11-11. Okay, 12-12. 12. Was? Bessere Tarnung in dunklen Bereichen. Verbessert Schaden sind. Verbessert. Fühlt sich gefällt mir am besten. Machen wir. Und als Extras machen wir noch gestärkt. Nee. Schläger. Nein. Versteift. Nein. Bleiverkleidet. Brauchen wir auch nicht. Stabilisiert brauchen wir nicht. Die Taschen. Aerodynamisch? Was? Achso. Ja, dann mach Taschen. Komm. So, und dann haben wir, was war noch neu? Hier, legiert. Geht bestimmt noch besser. 13,8, 15,9. Seht ihr, wusste ich. Wusste ich. Ich wusste das. Ab geht's. So, und was ist gestützt? Gestützt ist reduziert Fallschaden. Auch nett. Sehr nett. Ich verlasse diese Station.
Und muss hier an die Herstellung. So, reparieren. Gut, dass das nur Stahl kostet immer, ey. Reparieren. 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 Und vielleicht nochmal reparieren. Jo. Und dann ausrüsten und ausrüsten. Können wir eigentlich, wie weit haben wir es denn noch nach Model E? Wissenschaft haben wir. Rüstmeister brauchen wir, die drei. Alles klar. Und Kleber kostet das dann. Wir müssen noch mehr Kleber sammeln, Leute. Klauskleber. Warte, Schmarte. Skill-Tabelle. Skill-Tabelle. Rüstmeister hier. Können wir sogar als nächstes skillen eigentlich, ne? Können wir gar nicht, weil als nächstes müssen wir erstmal hier massiertes Feuer skillen, weil das geil ist. Und wir gehen mal rein in die Rüstung wieder und dann geht's mal weiter. Jetzt, wo wir wissen, wie der Freedom Trail funktioniert. Achso, wartet mal. Scheiße, wo ist denn jetzt hier? Ich habe doch hier immer wahrscheinlich... Ja, weil ich nicht so schlau bin, Leute. Jetzt habe ich gestern telefoniert. Ja, ich telefoniere auch manchmal. Und jetzt liegt mein Kugelschreiber drüben am Couchtisch. Und ist hier gar nicht am Schreibtisch, wo er hingehört. Ich wollte mir aufschreiben, was da drauf steht auf dem Dings immer. Was machen wir denn jetzt? Habe ich hier noch einen Ersatzkugelschreiber? Ich sehe keinen Kugelschreiber. Okay, dann müssen wir wohl leider einmal kurz... Das ist aber auch blöd. Das ist alles blöde. Nimmt sich alles nichts, wa? Wo wollten wir hin? Park Street Station ist das, ne? Dann reisen wir da schnell hin. Lest euch das mal durch, was hier steht, und merkt euch das. Erzählt es mir hinterher, weil ich gehe jetzt meinen Kugelschreiber um. So, habt ihr gar nicht mit gerechnet, dass ich dich hier alleine lasse, wa? Du kannst deine Gesundheit wiederherstellen, indem du ein Stimpack benutzt, Nahrung zu dir nimmst, einen Arzt besuchst, aus einer Wasserquelle trinkst oder in einem Bett schläfst. Ja, das ist ein guter Schmierzettel, den nehmen wir. Erstmal Überschrift, Freedom Trail. Das ist der Zettel ist so klein, dass er mir beim Schreiben, wenn ich... Geht nicht. Ich muss den festhalten, sonst verrutscht er mir, wenn ich nur mit einer Hand und... Ja, so. Ach, jetzt ist auch wieder tags. Schön. Ach, jetzt ist der Erklärbär auch wieder wach. Alles klar. Hallo. Jugend. So, erstmal gucken wir hier drauf. A7. So, und dann reden wir jetzt hier noch... Nein, nein, nicht, nein. Hallo. Nein, nein, es ist doch... Mann, lass mich nicht allein. Verlass mich doch nicht. Tell me more. Ich drücke diesen Knopf, bis du da wieder rauskommst. Du dämlicher, gemeiner. Ich darf nicht mehr den Knopf drücken. Das gibt's doch. Läuft der hier rum und kaum komme ich an, haut der ab. Ne? So ein Penner. Aber wir wissen jetzt den Freedom Trail und wir wissen, wenn der Freedom Trail vorbei ist, müssen wir der Laterne der Freiheit folgen. So, was hatten wir hier? Hier hatten wir Elfi. Bin gespannt, bin sehr gespannt. So, und dann können wir jetzt endlich schön dem Freedom Trail folgen. Jawohl. Ich war so aufgeregt die ganze Zeit auf den Freedom Trail jetzt, weil wir jetzt wissen, wie es geht. Huch, ja, so. Obacht, vorsichtig. Oh, hier ist die nächste Markierung. 2 und A. Geil, hab ich schnell aufgeschrieben, Leute. So, Freedom Trail. Oh, Kaliber 0,50. Ihr seht hier schon vor... Nein, guck mal hier. Haben die Leute gemalt, dass es hier weitergeht. Das sieht aus, als würde es da lang weitergehen. Und seht hier. Das sieht aus... Leerer Blutsack. Was? Im Fleischsack ist ein leerer Blutsack drin, alles klar. Und bitte. Wer schießt denn da? Ein legendärer supermutantischer Mützler? Willst du mir rollen? Kommst du näher? Ja, Dogmeat, nicht an. Schnapp ihn, der Tiger! Was machst du denn? Der konnte jetzt aber nicht so richtig viel, wa? Waren wir hier nicht schon mal? Guck mal, hier ist leer.
sind Patronen drin. Ich habe das Gefühl, wir waren in diesem Haus hier schon mal. Warum kann ich hier nicht an die Schließfächer? Das ist doch gemein. Seht ihr, erste Hilfe ist auch... Was ist denn hier los? So, des Wächters Lederrüstung. Aha. Reduziert den Schaden beim Stehen. Wow. Nehmen wir trotzdem mit. Oh, Splittergranate nehmen wir auch, falls wir nochmal eine Meierlock-Königin finden. Was ist denn hier los? Was passiert denn hier? Achso, ich hab den Dings. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen, ihr Supermutanten? Ich möchte den Freedom Trail jetzt folgen. Führt ihr im Kreis? An Good Neighbor vorbei, alles klar. Am Ende des Trails. Achso, ist noch gar nicht. Manu, ich will immer der Laterne der Hoffnung folgen, aber dann geht der Trail noch weiter. Oh. Da war ja ein bisschen was los, ne? Huch. Daneben ihn. Nee, gar nicht wahr. Getroffen. Nice. So. Bissiger Alpha-Mischling hier. Gib mal deinen Kopf. Hat's erledigt. Was war das für eine Explosion da oben? Was ist denn da passiert? Wisst ihr das? Ich habe natürlich gerade nicht unbedingt hingeguckt. Ich habe nur die Explosion aus dem Augenwinkel gesehen und dachte, wow, voll die Explosion. Was ist denn das für ein Haus? Sagt mir gar nichts. Old Corner Bookstore. Mhm. Oh, Ghule. Das war schlecht. Das war auch schlecht. Lass, darf ich mal kurz weg hier bitte? Dankeschön. Der war ja noch legendär hier, der Ghoulfischer. Was ist da los? Ouchi! Wenn mir gleich wieder mein Bein kaputt geht von der Rüstung, ne? Och, come on, ey. Scheiß Granatenwerfer, Spackus. Oh, noch mehr Leute ohne Fahrschein? Ja. Oh, nach da hinten. Der trifft ja ganz schön gut auf die Entfernung, ey. Muss ich auch mal gucken. Legendärer Raider, was hier los ist? Was ist denn das für eine Ecke? Erst ein legendärer Ghoul-Streuner, dann legendärer Raider. Direkt aufeinander ist der... Oh, gib mal das Fleisch hier. So, wo bist du? Da. Hoffentlich mutiert die nicht. Mutiert. Warum denn auch nicht? Kann man ja mal machen als Raider. Einfach mal mutieren. So, hat sie. Noch jemand? Da. Na, die Ecke kenne ich aber schon. Da hat schon ein Kumpelchen vor dir gesessen und hat es nicht geschafft. So, einer noch, wie ich das sehe hier. So, nee, ich will jetzt aber erstmal... Guck mal, ist er tot. Wo kommt der denn? War der schon immer da? Glück, Metallrüstung, Harnisch. Plus zwei Glück, ist immer nett. Finde ich gut. Finde ich gut. Vergoldet, nimm mal mit. Ah, da bist du ja. Du bist ja, du Psycho. Setz dich zu deinen zwei toten Kumpels, Sasse. Dogmeat, kannst du mal Sachen machen? Ich hab... Wisst ihr, da ziehen wir Dogmeat extra keinen, kein Dings an. Haymarket Einkaufszentrum. Aha. Extra kein... Beschleunigt Kampfflinte. Höhere Feuerrate und schnelleres Nachladen. Das ist ja geil. Da müssen wir unsere alte auseinandernehmen. Da müssen wir die alte auseinandernehmen. Und dann... Habe ich den Faden verloren. Da geht's weiter. Oh, achso, wollen wir vielleicht in den Bookstore rein? Einmal kurz. Warte mal, was steht denn hier? Uch, der Old Corner Bookstore war ursprünglich eine Apotheke, die nach dem großen Feuer von 1711 eröffnet wurde. Zuvor gehörte das Land Anne Hutchinson, der umstrittenen Puritanerin, die wegen ihrer ketzerischen Ansichten und Predigten exkommuniziert und aus Massachusetts verbannt wurde. In der Mitte des 19. Jahrhunderts beherbergte der Old Corner Bookstore das führende Verlagshaus Ticknor & Fields. Es veröffentlichte Werke von großen Größen wie Charles Dickens, Ralph Waldo Emerson, Nathaniel Hawthorne, nicht Nathalie, Henry Wadsworth Longfellow,
Harriet Beecher Stowe und Henry David Thoreau. Viele von ihnen besuchten auch regelmäßig das Verlagshaus. Wie unnütz dieses Wissen ist, aber doch interessant. Ich geh mal rein. Habe ich mich schon wieder unterbrochen. Irgendwas wollte ich vorher noch sagen, habe ich vergessen. So, haben wir hier Minen? Ich sehe keine. Schon mal gut. Finde ich schon mal gut. Hier sind doch Ghule bestimmt zu Hause. Die kommen gleich raus. Siehst du? Hier ist Drehkasse, Kaffeetasse. Patronen vorkriegst. Geld. Telefon. Kronkorken vorrat. Mehr Kleber könnte ich gut gebrauchen. Wir können auch Kleber selber kochen, fällt mir gerade wieder ein. Wir müssten nur mal Mais ernten. Können wir mal machen, wa? Verbrannte Bücher, Schmücher. Dann haben wir hier Zigarrenkiste, Schmarrenkiste, blauer Baseballhelm. Was machen wir hier? Haben wir hier bestimmt, was Bestimmtes vor? Das ist ein Erste-Hilfe-Kit. Ich gucke noch einmal kurz. Hier sind so rote Kabel lang, das finde ich verdächtig. Das sind doch immer die Terminal-Türen-Aufmachkabel. Passt auf. Dreieckig gefaltete US-Flagge nehmen wir mit. Einfach um das Vaterland hochzuhalten. Coca-Cola, Maulwurfsrattenfleisch, schön. Glückpaket, Red Away, Stimpack. Und das war's. Geronimo! Daneben, ich wollte auf das Regal springen. Na gut, okay, war Boston Bugle, brauchen wir nicht. Warte mal, hier vielleicht noch. Gibt's hier vielleicht ein Dings? So ein Comic-Häftchen, wo man was lernt. Boston Bugle. Verbrannt. Einkaufskorb. Nee. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Halt, stopp. Nein, auch nicht. Alles klar. Und raus die Maus in den Finanzbezirk. Ja. So, Freedom Trail. Oh, wie Freedom Trail. Ach so, habe ich genau genug geguckt. Wir hatten schon lange keine Markierung mehr, ne? Kann sein, dass die uns fehlt. Und jetzt ist ein ganz schön langer Ladebalken. Wir kommen doch gerade von hier. Kann denn da so... Wer schießt denn da schon wieder? Mann, immer schießen die Leute. Was ist denn das hier? Eine Boje mitten auf der Straße? So. Hier, Freedom Trail. Ab geht's. Die Leute immer schießen und explodieren. Oh, hallo. Na, du wilder Ghoulstreuner. Ich glaube, ich muss auf deinen Kopf schießen. Genatzt, habe ich gehört. Das war ein kurzes Dasein als Ghoulstreuner. Oh, hallo. Wilder Ghoul. Greift hier heimlich meinen Dogmeat an von hinter der Ecke oder was? Obwohl ich spinne, ey. Leg dich da hin. Brav. Kronkorken. Kronkorken. Oh. Vorkriegsgeld. Nice. Dogmeat hat etwas gefunden. Nee, wir gehen jetzt nicht zurück, Dogmeat. Was machst du denn für Sachen mit mir? Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er denn jetzt? Hä? Wo ist er denn jetzt, Dogmeat? Hast doch hier eben noch irgend... Ich gehe jetzt nicht zurück. Nee, musst du mitkommen, Dogmeat. Der findet doch immer so viele nutzlose Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren. Deswegen gehe ich da jetzt nicht hinterher, Leute. So, Dandyboy-Äpfel, Vorkriegsgeld finden wir gut. Kronkorken und Muni finden wir auch gut. Muni, Vorkriegsgeld, Wunder, Zauber, Zucker. So, Gummibonbons brauchen wir nicht. Aludose brauchen wir. Was ist das hier? Kartoffelchips brauchen wir auch nicht. Fancy Let's Go. Leere Milchflaschen. Es gibt wirklich keine Milch. Erinnert ihr euch noch an Strong, der Milch haben wollte? Kann daran liegen, dass es einfach keine Milch gibt im Commonwealth hier. Aber nun... Was? Hab doch nur die Cola da weggenommen. Seid ihr sicher, dass der Freedom Trail hier lang führt? Doch hier Supermutanten rumchillen? Nice. Hässlicher Hund. Was ist er denn? Oh. Wat?
Ah, okay. Supermutant Selbstmörder, den müssen wir mal kritten eben. Gut, sehr schön. Das haben wir. Darf ich kurz nachladen? Danke. Ey. Da hinten, wo? Na nü? Aha. Bambilicious. Kommst du denn jetzt her? Stunde später. Habt ihr Fange gespielt noch, du und Dogmeat, oder was? Oh, und da ist das erste Bein schon wieder rot, ey. Boah. Gib mir ein bisschen auf den Knispel. Gib die Mini-Atombombe her. Die brauchen wir für unseren Fatman. Sehr, sehr gut. Kronkorken, Mutantenhundefleisch, Sicherung. Und Splittergranate. Und wo ist der Knilch mit dem Raketenwerfer? Supermutant. Ich habe ihn gerade bekommen hier irgendwo. Aber wo? Da, geradezu. Sie versteckt jetzt, oder was? Du dich nicht können ewig verstecken. Ah. Warte mal, habe ich hier gerade Laserscharfschützengewehr gelesen? Ladend. Das gucken wir uns mal an. Laserscharfschützengewehr ladend. Aha. Damage 42. Oh, wir haben ordentlich Lasermuni dabei. Können wir auch mal auspacken wieder. Fenuel Hall. Okay. Was ist das? 5R. Okidoki. So, ich würde jetzt gerne hier noch das Ding... Da. Da ist er. Da ist er, der Supermutant. Wow. Hau doch nicht wieder ab, Junge. Ich hab doch so lange nach dir gesucht. Kann mich nicht so richtig begeistern, muss ich gestehen. Nee, nee. Und das ist der zweite Bein schon wieder rot. Ich liebe das sehr hier. Nee, gib mir wirklich auf den Knispel. Keine 10 Minuten unterwegs. Und schon ist wieder. Sind wieder die Beine im Eimer hier von dem Scheißding. Und das, apropos Scheißding, das kann ich auch auf dem Fußboden. Lieber ablegen mit R. Tschüss. Leb wohl. So, wir speichern nochmal. Wo war. Ach, der andere war oben. Ich möchte jetzt hier aber wirklich nicht rein nochmal Supermutanten abschnutzeln. Ich möchte jetzt den Freedom Trail haben. Der ging hier lang. Dieser Seite vom Haus geht's weiter. So, ist jetzt hier das Ende vom Freedom Trail, dass wir der Laterne der Freiheit folgen müssen? Oder immer noch nicht? Das sieht sehr, sehr in. Hm. Doch nicht. Geht weiter. Was? Warum? Achso, ich bin da wieder fürs drüber gelaufen, wahrscheinlich, wa? Immer diese Schrecks. Freedom Trail. Da. Was ist, wo sind wir jetzt hier? Was ist das für eine Station? Freedom Trail. Da. Weiter, 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 weiter. Kleiner Freedom Trail. Hier um die Ecke. Mhm, mhm, mhm. Schon wieder Supermutantengebiet, oder was? Red Kakerlakenfleisch, nimm mal. Hallo? Da. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich zurücktappen.
Zeit zum... Quatsch, überhaupt nicht Zeit zum Sterben. Obwohl, doch, für dich schon, ja. Kleiner Supermutant. Regt dich mal ein bisschen... Regt sich voll drüber auf, dass ich ihn angeschossen habe und stirbt dann. Kann er mal machen. Oh, Hunde. War der Hundezüchter, der Hundemeister der Supermutanten hier. Och, das ist aber ein großer Kopf. Nee, ich wollte deinen Kopf auch, Süßer. Ich darf nicht. Okay, muss ich halt so schießen. Hat ihm... Dogmeat beschäftigt den anderen so lange. Und hat sie. Okay, dann nur eine Fleisch. Gut. Uns geht nicht mehr so gut. Hilfsmittels. Geröstetes Meierlörgfleisch. Leaky Schmeaky. Schmeckt voll gut. So, Schrotpatronen finde ich gut. Wie viel haben wir? Nicht so viele. Obwohl, für Schrotpatronen ist das gar nicht so wenig. Ja, was haben wir hier? Paul Revere's Haus. Aha. Aha. Mit Mandats. Und ein Bier. Lass mich mal hier durch. Achso, hier ist schon wieder vorbei. War nicht so reich, Paul Revere, sagst du? Sehr kleines Haus von Paul Revere. Darf ich hier mal durch? Dankeschön. Und weiter, Freedom Trail, Freedom Trail. Wie man hier die ganze Zeit vom Freedom Trail abgebracht wird. Es ist wie bei Rotkäppchen. Immer versuchen die Leute einen vom Weg abzubringen. Aber nein, wir werden der Freiheit folgen. Und das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Aber wir folgen erst beim nächsten Mal. Zünde, da ist sie doch, die Laterne der Freiheit. Da ist sie. Wir folgen beim nächsten Mal zu Ende. Na gut. Wir folgen jetzt zu Ende. 1R. Machen hier noch die Markierung. 1R. Der Weg endet direkt bei der Kirche. Ja, wo kann's jetzt bloß hingehen hier, dem Freedom Trail nach? Das erfahren wir leider erst beim nächsten Mal. Wartet kurz. Old North Church, das ist mir zu lang, Leute. Das könnt ihr euch, das ist mir auch zu... hat mir zu wenig mit dem Spiel zu tun. So, war jetzt lang genug, dass ihr Pause machen könnt und euch das durchlesen, wenn euch das wirklich interessiert. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in der Old North Church. Ich mache das schon mal ohne euch da rein, damit ihr nicht wieder den elendlangen Ladebalken habt. Sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüssli Müsli.